Na, danke, liebe Geschwister. Denkt daran, so kurz wie möglich und prägnant. Bitte schön. Sag nachher. Oh, ja. Es wird gefragt, was dürfen Mann und Frau beim Geschlechtsverkehr machen? Ein heikles Thema. Was dürfen Mann und Frau beim Geschlechtsverkehr machen und was nicht? Ihr solltet wissen, wir haben eine Grundlage. Die Grundlage ist, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und zwar, wenn eine Frau menstruierend ist, sagte er alaihi salatu wasallam, isna'u kulla shay'in illa nikah. Ihr dürft alles mit der Frau tun, mit ihr intim sein, wie ihr wollt, außer dass ihr mit ihr den tatsächlichen Geschlechtsverkehr vollzieht. Weil wenn sie menstruierend ist, ist das verboten für einen Mann, dass er mit der Frau den tatsächlichen Geschlechtsverkehr ausübt, liebe Geschwister. Und Allah Azzawajal hat dieses verboten. Aber jetzt ist die Frage, welche Sachen sind erstmal verboten? Verboten sind, wie es in einem Hadith heißt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, man ata ha'idan. Au imra'atan fi duburiha. Au kahina. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Derjenige, der mit einer menstruierenden Frau den Geschlechtsverkehr vollzieht. Oder den Analverkehr. Oder zu einem Wahrsager gehst. Wasaddaqa. Er glaubt ihm dabei, was er sagt, dieser Wahrsager, so hat er das geleugnet, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Das bedeutet, das ist kleiner Kufr. Kleiner Kufr. Nicht ein Kufr, der einen aus der Religion herausbringt, aber kleiner Kufr. Was bedeutet kleiner Kufr? Kleiner Kufr oder kleiner Schirk ist größer als alle großen Sünden. Ist größer als alle großen Sünden. Als Sinner zu machen, als Alkohol zu trinken, als zu lügen und so weiter und so fort. Daher ist das verboten. Diese Dinge sind verboten. Das heißt, der Analverkehr und dass man bei einer Frau eindringt, während sie menstruierend ist. Das ist verboten. Ansonsten hat der Prophet alles erlaubt. Isna'u kulla shay'in illa nikah. Macht alles mit der Frau an Intimität. Und daher, diese Intimität, wir brauchen jetzt nicht mehr darauf einzugehen, sind erlaubt. Es gibt keinen klaren Beweistext, dass diese verboten sind. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nein.